Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sagi und das da ist der Daniel und wir reden heute über den 18. Januar. Heute am 18. Januar haben wir wieder ein bekanntes Geburtstagskind. Ja. Ist vielleicht nicht so wahnsinnig bekannt, aber ich kenne ihn sehr gut, weil ich mir ganz viele Sachen von ihm schon angeschaut habe. Das ist Volker Pispers, kennst du? Kenne ich, oh ja. Mag Volker Pispers, ja. The Godfather of Satire, würde ich sagen, also für mich jedenfalls. Ja, richtig guter wenn's Typ. Wenn es einer geschnallt hat, dann der. Ja. Und jeder, der es checken will, sollte sich diese Shows öfter mal ansehen. Genau, also es gibt da auf YouTube gibt ganz viele... fast tagesaktuell, wenn man so will. Na, mittlerweile ist er, glaube ich, nicht mehr tätig, aber es sind ganz viele Sachen, die, die auch noch in die heutige Zeit reinreichen, die halt politisch, satirisch, aber sehr lustig aufgebereitet sind von ihm. Also die Shows von ihm sind absolut empfehlenswert. Erschreckend, aber lustig. Erschreckend, empfehlenswert, lustig gemacht, trotzdem mit ganz vielen Fakten belegt, wo man sagt, Alter. Ja. Volker Pispers, am 18. Januar 1958 geboren. Prädikat, empfehlenswert. Besonders empfehlenswert, ja. Aber am 18. Januar haben wir noch einen anderen Fakt. Ja, und zwar im Jahre 2000. Man soll es nicht glauben, aber die CDU hat unseren dicken Kandisbunzler Kohl Modell zum Rücktritt des Ehrenvorsitzes gedrängt. Ach so, wegen der Steueraffäre oder was? Wegen der Schwarzgeldaffäre? Weil er halt immer sich noch in Schweigen gehüllt hat. Ah, ja. Okay. Er wollte auch nicht raus mit der Sprache. Mittlerweile weiß man so ungefähr, wer es gewesen ist. Aber wer denn? Halt, ja, das war doch dieser Waffenschreiber, der Waffen. Ach so, ja. Händler da. Stimmt, genau. Ja. Der hat die CDU wahrscheinlich potenziell gefördert. Ja. Und der Kohle hat halt den Mund gehalten. Seine Lebenszeit eigentlich, ne? Ja. Ja, genau. Aber als Ehrenvorsitzender wurde er am 18. Januar 2000, wie viel? 2006 war das. 2000 wurde dann halt geschasst, als Ehrenvorsitzender. Zacki, ja, zacki. Kandisbunzler Kohlmodell. Ja. Wir haben wieder ein Fakt des Tages. Fakt des Tages. Ja. Stell dir vor, die Milchstraße, Milchstraße, relativ groß, ne? Wenn die Milchstraße 1 Millimeter groß wäre, so, 1 Millimeter, dann wäre das Universum eine Kugel von 300 Metern. Wow. Also 1 Millimeter. 3 Meter ist von hier bis 300 Meter weiter. Ich frage mich, ob das eine auf Rechnung basierte Schätzung oder Mutmaßung ist, ob das eine Erkenntnis ist und durch, wenn ja, durch was ist die gestützt? Weil, wie soll man sowas, oder? Ja, hast du recht. Ja, wenn ich sowas höre, ja, es ist ja richtig. Ja, echt auch, es ist auch sehr beeindruckend, 1 Millimeter, 300 Meter. 300 Meter ist von hier bis ungefähr da vorne 300 Meter weiter. Ja, klar, super. Aber wie kann man das, das kann man doch gar nicht verifizieren. Da wird viel Scheiß erzählt, ja. Da wird viel Scheiß erzählt. Gerade in diesem Bereich wird viel Scheiß erzählt. Gerade bei Shoki Banoki ist das sogar noch schlimmer. Nee, aber wir haben das hier, wir haben das nachgeprüft. Ihr habt das, ach so. Okay. Ja, ich habe das nachgeprüft. Regie, stimmt das? Aha, ja, okay. Ich bin nicken, ja. Ich habe das nachgefunden, ich bin einmal durchs Universum und bin wieder zurück und habe das dann halt nach, ich bin ja mathematisch, bin ich ja bewandert. Mit dem Shoki-Banoki-Taxi durchs Universum? Ja, ja, genau. Und dann bin ich dann halt da durch in Warp 400, zack, und dann wieder, so hat halt ein Jahr gedauert, ist okay, ne? Aber ich meine, was tut man nicht alles? Ja. Alter, warum musst du hier alles anzweifeln? Ja, hör mal, irgendwie muss man sich da auch mal ein bisschen kritisch zu so einer Sache äußern. Nee, überhaupt nicht, muss man nicht. Okay. Du bist hier Angestellter. Das war der 18. Januar. Ich sag Cheerio, bis zum 19. Januar. Wir sehen uns.